Heute Morgen erreicht uns dieses Bild von Cedric Wermuth. Heute Morgen aus Sarajevo. Hab da mal kurz in die Kommentare geschaut. Schöner Aufenthalt, schöne Ferien und so weiter. Aber mit Verlaub, glauben wir doch bei einem Cedric Wermuth nicht, dass er so etwas zum Zeitvertreib macht. Hier geht es um Arbeit am Charakter. Schauen wir doch mal hier diesen Zusammenhang auch seiner Instagram-Website. Da geht es um die großen Themen unserer Zeit. Das ist eines dieser furchtbaren Konzentrationslager im Dritten Reich. Dann hier, wie das entstanden ist, also das ist der junge Hitler, wie er sich da bei einem vorherigen Machthaber da bedankt für irgendwelche Beförderungen, dass er da zugelassen wurde. Ich nehme jetzt mal an, in eine verantwortungsvolle Tätigkeit in der Regierung, wie wir es jetzt aktuell auch haben, die Situation in diesem verdammten, Thüringen, also wir kommen natürlich Tübingen auch in den Sinn, da geht es ja um die Religiosität, also dieses verdammte also es hat sicher auch mit der Frau zu tun, also wir sehen auch diesen gestörten Mann hier. Das ist sicher kein Zufall, dass Herr Wermuth sich selber in dieser, den Mann wirklich in der negativen Form dargestellt hat. Dann hier seine zukünftige Partnerin, möglicherweise als Parteipräsidentin, die dann auf die andere Seite schaut. Also, und dann kommen wir dann wieder in diese Gefilde einer unglaublich zerstörerischen Geschichte und führt dann nach Sarajevo, wo ja der Erste Weltkrieg ja den Boden wieder hat. Es muss um Charakteränderung gehen. Ohne Charakteränderung dreht sich das weiterhin so im Kreis. Wir kommen immer wieder in die großen Zusammenbrüche auch hinein. Und ganz offensichtlich ist in der Zwischenzeit noch nichts Wesentliches passiert, so dass der Charakter sich tatsächlich verändert hat. Das ist der Charakter des Menschen. Seit der römisch-katholischen Kirche. Das war früher nicht so, sonst gäbe es uns schon lange nicht mehr. Der Mensch hätte sich selbst schon lange ausgelöscht. Und wenn es um Charakteränderung geht, da wissen Sie, möglicherweise haben Sie sich auch schon mal ein bisschen erkundigt im Bereich der Psychiatrie, der schamanistischen Vergangenheit. Da geht es natürlich um auch zum Teil schmerzhafte Prozesse. Es muss nicht so weit kommen, wenn wir rechtzeitig etwas unternehmen. Und da finde ich eben, das geht eigentlich ja nur, wenn man zusammensteht. Sonst werden dann derart starke Kräfte ausgelöst, die wir dann nur noch mit noch viel größerem Schmerz, ich sage jetzt kontrollieren können, wieder aus der Welt bringen können. Bitte Sie deshalb, ja, meine Anfrage zur Kenntnis zu nehmen, ob wir mal zusammensitzen könnten, in einem definierten Zeitrahmen und uns ein bisschen austauschen könnten über eine mögliche gemeinsame Strategie in diesem Bereich. Sie wissen ja, die Schamanen, so nach meinem Verständnis auf jeden Fall, sind die Fachleute für Charakterveränderungen. Würde mich sehr freuen, Ihre Kontaktnahme, Herr Cedric
Wermut, ihr Urs Rüsch.